wir sind heute auf einer Weihnachts-Obi. Wie viel kostet die? Bitte was? Ja, stimmt, ey. Wer sich das holt, ey. Safe hast du die gekauft. Nein, kommst du da raus? Natürlich hast du die gekauft. Ich bin lieber dir genehm. Was? Das sehe ich ja jetzt erst. Was ist denn das bitte? Hey Leute! Was geht? René hier mit Claudio! Und wir sind heute auf einer Weihnachts-Obi. Genau. Und zwar endlich mal auf einer ganz normalen Obi, wo man auch einfach ganz normal springen kann. Weil ihr kennt das vielleicht. Es gibt bei Roblox so ganz viele Spiele. Das ist dann so eine Weihnachtsgeschichte. Da guckt man das. Also kennt ihr das? Man muss eigentlich die ganze Zeit nicht nur so Sachen angucken, wo da so gelabert wird. Ja. Oder passiert eigentlich nichts. Aber man weiß wahrscheinlich, wir sind halt eher so die Obi-Fans. Deswegen machen wir heute eine Weihnachts-Obi. Hä? Man kann aber auf dem grünen und auf dem gelben. Ja, ich bin auch überrascht, aber ich glaube, jetzt hier ist es auf jeden Fall vorbei. Ich glaube, die geht einfach los und dann ist es immer schwieriger. Okay, aber also bisher ich muss auch sagen, ganz ehrlich, Freunde, wie feiert ihr das? Also ich feiere die klassischen Hobbys auch, muss ich sagen. Also ich hab nichts gegen die klassischen Hobbys, weil die sind auch cool, muss man ehrlich sagen. Du meinst diese Stories, wo dann so Dialoge sind? Nein, das nicht. Ich meine, die ja, weil die meinte ich ja nämlich. Die meinte ich nämlich. Gerade spielen. Das ist ja, das ist ja genau, weil das, ich meinte, das meinte ich ja gerade. So eine klassische Hobby. Ja, da kannst du nichts gegen sagen. So, die ist jetzt am Anfang relativ leicht. Mal gucken, ob die schwieriger wird. Aber ja, an Weihnachten, das ist ja so das Fest der Liebe. Da ist vielleicht alles so ein bisschen entspannter und harmonischer. Genau. Vielleicht wird die auch ganz easy. Vielleicht ist das ja auch mal eine Easy-Obi. Ist ja auch gut. Genau, bin ich auch dabei. Vielleicht wird das ja mal die erste Obi. Ich glaube, ich habe noch keine Obi geschafft, wo man nicht ein einziges Mal runtergefallen ist. Außer jetzt vielleicht so eine ganz, ganz einfache. Aber wir spielen halt. Ah, ich bin runtergefallen. Ah, ich wollte gerade sagen. Ja, die ist ja so einfach, da fällt man ja eigentlich gar nicht runter. Eine Sekunde später. Nee, weißt du, warum ich runtergefallen bin? Ich habe gerade geguckt, ob ich irgendwo meinen Punktestand angezeigt bekomme, weil ich habe eben gesehen, so 11.000 Punkte haben irgendwelche Menschen gehabt. Also man hat eigentlich nur Stage. Ich sehe auch keine Stage hier. Ah, okay, jetzt sehe ich das gerade. Wir sind Stage 13. Einer ist bei 150 gerade, sehe ich. Lol, wie steht ihr da bitte? Das muss ich erstmal. Aber okay, René, wir sind ja jetzt schon bei Stage 13, so. Ja, das heißt, die ist auf jeden Fall lange, aber man kommt doch gut voran. Bei der einen muss ja nur gerade auslaufen, was ist das denn? Ja. Schwierig. Schwierig. Ja, no joke, ich glaube, die ist halt echt ziemlich einfach. Hä? Bei der laufe ich jetzt auch einfach geradeaus. Bist du gerade über den blauen hier gesprungen, René? Ja, ich weiß. Du meinst bei diesen drei Wegen, die man nehmen kann? Nee, nicht bei den drei Wegen, bei dem anderen, bei dem, das, was danach kommt. Ich glaube schon, ja. Ja, da muss man einfach gehen. Ja, ich glaube, die Obi, die ist jetzt nicht dafür da, um die schwierigste Obi zu sein. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Konkurrent für Tower of Hell. Ganz ehrlich, sieht richtig cool aus. Also vom Design her. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ist ganz schön designt. Ja, auf jeden Fall. Und wir sind 2022, das ist schon mal sehr gut. Wird heute auf jeden Fall eine entspanntere Runde. Ganz ehrlich, lass uns versuchen, den ersten Platz zu holen, weil wenn die Obi so schnell vorbeigeht, also so schnell. Weißt du, was ich geil finde? Oder nicht, was ich geil finde, aber was ich komisch finde, eher besser gesagt. Ja. Das ist die einfachste Obi, die ich, glaube ich, jemals gespielt habe. Ey, ganz ehrlich, das ist doch viel zu. René, springst du gerade rüber? Du kannst einfach gehen, das weißt du, oder? Ja, aber mir ist einfach so gerade so ein bisschen. Macht der Gewohnheit, so oder? Zuckung. Ja, einfach so springen. Machst du das? Machst du doch auch in Brookhaven ab und zu, wenn wir da einfach so rumlaufen. Aber ich merke gerade, die Person ist immer noch bei. Bei der Stage 153, vielleicht wird es bei 153 schwierig, aber bis wir da angelangt sind, ey. Ja, aber wir sind ganz gut dabei. Aber weißt du, was ich geil finde, was ich gerade so ein bisschen vermisse und was ich mal gucken muss, ob es das gibt? Dass so ein Speedcall wie bei Rage Runner, dass man einfach so schneller vorankommt. Doch, es gibt ab und zu das wird mega Sachen kommen. Kaufen. Ich guck mal. Lol, du musst bei der einen Stage, du musst springen, weil du kannst nicht gehen. Ach doch, das gibt es ja sogar wirklich, Geschwindigkeitsspiele. Wie viel kostet die? Bitte was? Ja. Nie im Leben. 125 Robux kostet die. Sorry, nie im Leben. Also... Ich bin jetzt auch nicht reich, Leute. Ja, stimmt, ey. Wer sich das holt, ey. Das ist doch echt nicht, So wie du das gerade sagst, so, ja, wer sich das holt, der hat ja wirklich, der wäre nicht mehr alle Latten am Zaun. Safe hast du die gekauft. Nein, wie kommst du darauf? Natürlich hast du die gekauft! Wie kommst du darauf? Dazu fällt mir wirklich nichts mehr ein. Wie? Ich dachte, wir spielen ja das zusammen. Ich dachte an Weihnachten. Spielen wir doch auf. Ich dachte an Weihnachten, das ist doch so, da verbringt man Zeit mit Freunden und Familie. Du holst dir direkt mal einen Speedcall, damit du hier unfair abhauen kannst, ne? Was meinst du? Ja, du weißt schon, was ich meine. Tschüss. Was meinst du, René? Ich bin dann mal unterwegs, ja? Vor allem, hier ist ja bei diesen drei. Hier ist ja bei diesen drei Stufen einfach. Ja. Genau. Da konnte man ja gar nicht runterfallen. Ja, toll, wir haben verstanden, dass du weiter bist. Schön für dich. Yeah. Gibt hier noch Leute, die ernsthaft spielen wollen? Ja, das tue ich auch. Lalalalalalala. Warte, ich bin bei Stage 42, du bist bei 39. Ja, interessiert mich nicht. Wenn du noch einmal was sagst, ich gehe raus, ne? Okay. Dann will ich hier am Weihnachten ein paar entspannte Tage verbringen. Vor allem, man kann dann kommt hier jemand direkt mit so einem Speedcall an mir vorbei. Nee, man kann mit dem Speedcall einfach durchlaufen. Das heißt, ich muss gar nicht springen bei manchen Stages. Das ist richtig lustig.
Also, wie gesagt, die Obi ist schön designt und so weiter, ey, ne? Alles cool. Ganz ehrlich, ich bin jetzt bei 50, ganz ehrlich, ich will einfach nur herausfinden, wie schön, also die ist echt schön, also no joke, also, die ist richtig schön. Also wenn du das mal beobachtest, wenn du kurz stehen bleibst und einfach alles beobachtest, die ist richtig schön. Ja. Also wirklich. Wobei mir fehlt halt so ein bisschen, damit die so richtig schön ist, fehlt mir halt so ein bisschen Umgebung, die ist halt schon so relativ, also ja, gut, man muss ja so nicht übertreiben, die ist schön, ich die schön, aber richtig schön. Die ist halt schon relativ ähnlich wie so diese ganzen Billo-Ubis, die man halt so kennt, ne? Oh, jetzt also, bin ich zurückgelaufen, René. Ja und? Ja, du bist ja gar nicht so weit hinter mir, du bist ja richtig gut dabei, da merkt man einfach, wie gut du bist. Ist das dein Ernst? Wie? Ja, ich bin schon weiter hinten, was ja auch klar ist. Geht, aber ich bin 59 und du bist auf 47. Ja. Ist ja in Ordnung, ja, auf jeden Fall. Ich finde jetzt aber, so schön ist jetzt, ist ganz cool, so für Weihnachten und so weiter. Dein Ernst, Alter? Ja, aber ich finde an Weihnachten, weißt du noch die Ubi, die wir letztes Jahr gespielt haben? Die war schon krasser. Ja, die war ja auch okay, aber... Ich fand die krasser, weil da gab es ja auch so Häuser, wo man durchgehen konnte und so Schneelandschaften. Hier ist ja wirklich nur, also ich will jetzt auch nicht die Ubi haten, die wir jetzt gerade selber spielen, so. Aber ich finde, hier ist alles so ein bisschen klassischer. Ja, ist doch schön. Aber alles gut, ich spiele gleich eine andere Ubi und du kannst ja mit deinem Speedcall dann noch bis Level 800 durchlaufen. Ey, vor allem auch der Speedcall ist manchmal nicht gut, weil manchmal ist es zu schnell. Das wird mir stress, glaube ich, so, wie dass man irgendwas dann nicht schaffen kann, weil man zu schnell ist. Ah, nein, ich bin zu schnell, da fliege ich runter, das meine ich. Oh, ich habe jetzt jemanden überholt. Auch wieder bleibt stehen sich gerade. Vor allem, ich frage mich an, also jetzt springen wir in Ewigkeiten. Ich bin ihn noch immer noch nicht ein einziges Mal runtergeflogen. Wann bist du nicht einmal runtergeflogen? Ich bin schon natürlich öfter nicht runtergeflogen, weil ich. Ja, gut, du bist ja auch nicht so gut wie ich, so, ne? Aber ich frage mich wirklich, wann wird es jetzt hier mal ein bisschen anspruchsvoller, Leute? Ich muss gefordert werden. Vor allem, ich laufe einfach gerade. Oh, ich bin beim Ballismus springen, okay. Ich muss gleich so, damit ich mich so ein bisschen abkühlen kann, muss ich gleich Tower auf Held spielen, damit man mal wirklich wieder hier gefordert wird. Bin ich gerade zurückgegangen? Oh, ich bin gerade zurückgegangen. Vor allem gibt's hier eigentlich. Ach doch, Checkpoints gibt's, genau, das sind diese roten Pfeile. Das ist ganz cool gelöst, dass diese roten Pfeile immer so leuchten. Ja, ich bin gerade zurückgegangen. Ja, das ist ja nicht schlau. Ganz ehrlich, Freunde, ich weiß nicht, ob ihr die OB gespielt habt, schreibt mal in die Kommentare, aber ich glaube, das ist die einfachste OB, die wir jemals gespielt haben. Ich glaube wirklich. Also, kennt ihr wahrscheinlich auch alle, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Kennt ihr diese Easy-Obis, also die den einzigen Zweck haben, besonders einfach zu sein? Kennt ihr, glaube ich. Oder du ja auch, ne? Ja. Ich glaube, selbst diese Easy-Obis sind immer noch schwieriger als diese Obi. Ja, das Ding ist, ich glaube tatsächlich, ich meine, es ist ja auch was Schönes, ich meine, kurz vor Weihnachten einfach mal nicht sich dumm aufzuregen, sondern einfach Spaß zu haben. Ja, aber das Problem ist, ich glaube, das liegt eher daran, weil die Person, die das erstellt hat, die hat wahrscheinlich einfach nicht so lustig, den Aufwand zu machen. Weil ich stelle mir das vor, ich habe nie eine Obi gemacht, aber ich stelle mir das vor, eine Obi, die so richtig schwierig ist, die ist dann wahrscheinlich auch anspruchsvoller zu machen. Das dauert dann einfach länger, bis du das fertig hast. Also ich guck mal nach, ob die Person immer noch bei Stage 100, nee, die ist 160, aber okay, die 7 Stages nur nach vorne gegangen. Das heißt, wird es doch schwieriger noch, oder? Ist sie einfach nur langsam jetzt? So, jetzt habe ich eine Person überholt. Oh. Wie viele Leute sind überhaupt auf dem Server? Nicht so viele, ne? Ey! Achso, ich dachte, das ist grün, lol. Okay, doch, es wird doch schwieriger. Man darf anscheinend doch, also man kann später nicht mehr einfach nur über Sachen laufen, sondern du musst darauf achten. Okay, ich hab nichts gesagt. Ey, das ist auch sogar hier so eine weiße Strecke und da sind so Hindernisse und die Hindernisse sind einfach so ganz am Rand, dass ganz man weit einfach weg, durch, ja, durchlaufen kann. Du meinst das mit den roten, oder? Ja, genau. Was ist das denn? Aber Leute, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, das ist sehr interessant für uns zu wissen. Feiert ihr eigentlich sowieso mehr so leichte Obis? Also wenn ihr Obis selber spielt, feiert ihr mehr so leichte Obis? Weil die einfach sind, oder feiert ihr schwierige Obis, weil es halt dann einfach René, ganz ehrlich, eigentlich hättest du dir auch den Speedcoil holen müssen, weil... Nein, aber ich unterstütze das nicht. Weißt du, warum? Ich hab auch Skill, ohne dass ich bezahlen muss. Hat das mit Skill zu tun? Ich meine, damit natürlich ist es eigentlich sogar damit schwieriger. Weil du ja so schnell läufst. Ich mach keine Pause, weißt du? Ja, toll. Was denn? Ich bezahle trotzdem nichts. Ich hab doch einen Geizhals. Ja, bin ich auch. Zumindest bei Roblox-Spielen. Ja, und ja, hast recht. So, welches Level bist du? 98. Ja, ich versuche. Aber vor allem, wir haben ja. Wenn der erste, der wahrscheinlich ja immer noch nicht am Ziel ist, bei 100, Level 168 ist, dann haben wir ja sowieso. Dann haben wir ja sowieso nicht mehr die Hälfte. Hey, ist dein Schnur, bin ich jetzt was jetzt? Ups. Jetzt geht's runter. Ey, geh zu Boden! 2. Leute, es geht jetzt weiter. Leute, ich bin jetzt über dir, René. Ah, okay, jetzt wird's schwieriger. Was? Das sehe ich ja jetzt erst. Was ist denn das bitte? Was denn? Was? Hä? Wie viele Stages es gibt? Das sind doch... Schon gehört. Ja, da habe ich dir nicht zugehört. Das sind doch 3, 4, 5 Stockwerke mindestens. Ja. Ja, die spielen wir ja nicht alle. Na, das hatte ich auch nicht vor, aber ganz im Ernst. Wer nimmt sich denn bitte die Zeit? Und vor allem,
Nochmal, ich finde die Obi auch nicht schlecht, aber auf der anderen Seite, die ist halt schon jetzt relativ lieblos gestaltet. Das kann man jetzt schon mal so. Was für Real Talk, doch. Das kann man schon mal sagen. Arbeit drin. Ah, nee. Die ist schon relativ klassisch aufgebaut, finde ich. Aber dafür hat man dann einfach so 800 Level. Was macht das denn für einen Sinn? Dann mache ich doch lieber ein Level und was dann halt schön aussieht. Oder Leute, wie seht ihr das? Also schreibt mal bitte in die Kommentare. Seid ihr bei dieser Frage eher Team René oder Team Claudio? Ich finde die Gestaltung richtig schön. Ich bin im Team René. Ich finde die ja auch nicht hässlich so. Aber man hätte sich doch mehr Zeit nehmen können, damit die ein bisschen schöner ist. Komm, sag mir mal durch, welches Level ich gerade bin, welche Stage. Ja, keine Ahnung. 110. Toll. 110? Ach Mann, ich hab den ersten Platz noch nicht überholt, oder? Keine Ahnung. Nee, hast du nicht. Der ist immer noch 168. Nee, ich glaube, den zu überholen wird nichts mehr. Aber weißt du was, René? Ich werde vielleicht auch schon Feierabend machen, weil... Ja, ich glaube, ich würde jetzt Schluss machen. Wie gesagt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich hoffe, dass mehr Leute natürlich auf meiner Seite sind. Aber ich guck's mir an. Ich bin sehr gespannt. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Bis dann. Und ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.